dich mag. Schau durchs Fenster in die bunte Welt und sing ein Lied, das mir gefällt. Heute scheint mal die Sonne, heute wird es wieder schön und ich möchte ganz einfach nur mit dir spazieren gehen. Hab die Liebe im Herzen, seh dein Lächeln von mir und ich freu mich auf den Tag. Oh, nachher schön Eierlikör. Heute scheint mal die Sonne, heute wird es wieder schön und ich möchte ganz einfach nur mit dir spazieren gehen. Hab die Liebe im Herzen, seh dein Lächeln von mir und ich freu mich auf den Tag mit. Ja, komm mal. So, was haben wir hier? Silber. Gold. Ja, Kaffee to go ist auch nicht gut. Schnell weg. Ach. Boah, ey, diese scheiß Gepläre aus, ja. Moin, haben wir jetzt herzhaft alle drei verpennt? Also, ich war ja heute total überrascht, als ich hier reinkam und keiner sitzt hier. Also, eigentlich sind ja immer schon alle da, wenn ich hier reinkomme. Also, Jochen kommt sowieso immer vor mir, aber heute war wirklich absolut leer, niemand da. Jetzt schmeiß ich die Penner aus ihren feuchten Träumen. Oh, Frankie. Oh. Das ist schönes Wetter heute. Oh, viel zu schnell gegangen. Ja. Noch besser. Noch besser? Ja. Oh. Was? Wir waren gestern im Kinder kaufen. Hallo Frankie. Ja? Kennst du eigentlich den schon? Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Bild und Jesus? Oh, was? Das Bild braucht nur einen Nagel. Für den kommst du in die Hölle. Sagt der Richtige. Ich komm, ich steck nicht rum. Das ist unsere heilige Sonntagsspitztour hier. Ja? Amen. Naja, also meine Sonntagsspritztour, die ist mir wirklich heilig. Ne? Letztens war ich erst wieder in Polen, ihr habt die mitgenommen und Fickauser natürlich. Ne? Ja, das ist wirklich super. Ja, da kann mich auch kein Kommissar oder Polizist oder was weiß ich von abhalten, dass ich hier sonntags hier ein bisschen rumkruse und hier immer mal wieder ins Kloster hier St. Desire gehe. Ja, das ist super. Da gibt es den besten Stoff. Mhm. So, fahren wir wieder zurück. Da, wo du hergekommen bist. Nunc est bibendum. Und fahr nicht den Mann um. Schönen guten Tag. Wen haben wir denn da? Haben Sie Drogen dabei? Nee. Nicht so aus? Ach, wenn das mal nicht der Königendorfer Stadtpriester ist. Wer ist denn Ihre Komplizin da drüben? Ach, das hier, ja, das ist bloß Schwester Hildegard, meine persönliche Lieblingsnonne aus dem Kloster St. Desire. Ah ja, Schwester Hildegard, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Gott segne dich. Ja, also Polizeikontrolle, also Verkehrskontrolle, besser gesagt, ist ja schon echt ein richtig nerviger Job. Eigentlich werden da immer nur die Praktikanten für gebucht, aber wir haben halt gerade keine. Ja, sind irgendwie alle weg, ich weiß auch nicht wieso. Aber manchmal kommen da schon so komische Gestalten, da hat man echt keinen Bock drauf, denen zu begegnen. Also hier so ein Stadtpriester, also ganz ehrlich, ich war eigentlich froh, dass ich den nicht mehr sehen musste. Also schon ein bisschen komisch, also unangenehm. Ist doch Sonntag, die Grundschulen haben zu, wo wollen Sie denn hin? Ach ne, wir machen bloß eine flotte Spritztour durch die Berge und Täler. Ach Ruhe jetzt, jetzt dauert mir der Scheiß hier wirklich zu lange. Papiere jetzt aber plötzlich! Ey ne, ich habe ja letztens erst auf Satz 2 gesehen, das war ja auf Streife, also bei diesen scheiß Nachmachern von uns, dass da sich manche Polizisten echt gerne bestechen lassen. Das heißt, ich probiere das gleich mal. Gib mal rein. Ach so. Ja, komm. Ey, komm her, hier. Wollen Sie noch mehr sehen? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Papiere jetzt aber, Dalli! Haben wir die auch geklaut? Nein! Oh, scheiße. Ich hab doch nichts mitgenommen.
Bier. Jochen, wo bist du schon wieder? Ach, Brigitti, meine heilige Madonna, mein Mandelblütenbäumchen, mein Fels in der Brandung. Mit allem, was du tust, machst du mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Glaube nicht, du ekelhafter Perversling. Ey, Herr Wachtmeister, kann ich jetzt weiter? Ja, ja, fahr weiter. Patsch. Okay, gut. Tschüss, ne? Ja, ciao. Und dann noch. Nee, diesmal Straßenverkehr. Wir sind wieder links. Gut, Stummer. Ach, endlich habe ich es mal geschafft. Ekelhafter. Na, mach ein paar Schnittchen fertig. Langsam kann ich wirklich nicht mehr normal arbeiten. Jochen belästigt mich nur noch. Ich kann nicht mehr normal arbeiten. Lenkt mich die ganze Zeit ab. Ich habe auch schon das Jugendamt informiert, dass der Alte mal langsam mal weggeht. Das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich keine Arbeitsumgebung und das kann man wirklich niemandem zumuten. Ach, das scheint nie was zu werden mit den beiden Hübschen, ne? Aber Mike, kennst du eigentlich den schon? Was ist der Unterschied zwischen einem Rasenmäher und einem Minirock? Weiß ich doch nicht. Pass mal drunter! Ah, jetzt lass ich's. Also, das ist immer mit Mike so eine Sache, man fördert und fördert den und es bringt irgendwie nichts. Ich bin jetzt wirklich an jeder Art und Weise, ich habe Kurse und Seminare belegt, ich habe mich zumindest angemeldet. Und was soll ich sagen, es ist schwierig, aber wie ich immer sage und auch wie meine Großmutter mütterlicherseits, also Mutter, Vater ist das eins, gesagt hat, in jedem Scherbenmeer sehe ich ein Mosaik. Ne? Das ist schwierig. Oh, meine Kutte nicht so schnell. Komm. Oh. Leben Zahnschuh! Mensch! Im Zarenreich hätte höchstens als Kanonenfutter gedient. Ja, die guten alten Zeiten damals. Ja, was denn so nicht alles entstehen kann, ne? Frag mich doch nicht. Das ist so lange her. Ach ja, also Fridolin ist ja. Ist ja mein Sohn, ne? Ich habe ihn noch nie gemocht, wirklich. Noch nie. Der ist so langsam immer vom Kopf her, vom physikalischen her, der läuft so langsam. Ich hasse ihn. Ach, und auch jetzt, dann kam er ewig nicht. Wir hätten schon viel früher reingehen können und die Polizei auch rufen können. Alles Zeit, die lebensnotwendig sein könnte. Erika war aber auch schon mal schneller. Erika! Ey, was ist denn hier los? Das sieht ja aus wie Stalingrad. Ist Erika weg? Ja, als Ingeborg da geschrien hat, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Es war total chaotisch, alles umgeschmissen, Stuhl liegt auf Boden, Waffelbecher kaputt, das größte Tragödie. Aber Erika fehlt natürlich auch und ja, ich hoffe, wir können sie finden. Das ist ja der absolute Wahnsinn! Meine Hand! Wie sieht sie aus? Nein, ist im Urlaub! Nein! Mama! Bin da! Fridolin! Mach dich stutzig und such Erika! Okay, Mama. Nicht so professionell aus wie russische Mafia. Aber wenigstens ist alle korrekt bestellt. Mama! Ach, halt die Fresse! Mama! Ach, oh, Mädels. Hätte ich nur abgetrieben damals. Hab ich dir gleich empfohlen. Mama! Was? Ich kenne da zwei super Typen von der Polizei, die uns ganz bestimmt helfen können. Ach, mach doch, was du willst, du Wechselbalg! Ja, ich kenne die Kommissare Freibier und Blasentee ja noch von früher. Da habe ich ja mal ein Praktikum gemacht. Und es war mit Abstand das coolste Praktikum, was ich je gemacht habe. Gut, das war auch das Einzige, aber das macht ja nichts, ne? Ja, deswegen dachte ich mir, die können uns jetzt bestimmt auch helfen, dass wir die Freundin von meiner Mama finden. Das wäre nämlich ganz wichtig und ganz cool. So, Schnaps habe ich, Rotkäppchen, Elotrans, mal nach Zahlen für Mike. Was ist denn jetzt schon mal? Sind wir im Callcenter oder was? Also bei diesen dauernden Anrufen kommt man wirklich zu keinerlei Arbeit. Ich wollte vorhin die Schnittchen schmieren. Da kam schon wieder ein Anruf, dann wäre ich mir fast jetzt mein Handy auf die Schnittchen gefallen. Was wäre das für eine Katastrophe? Jetzt habe ich nicht mal die fertig gekriegt. Jetzt müssen die Kollegen hier ohne Essen arbeiten.
Kommissariat Freibier Blasentier, das Problem ist gern gesehen, wie kann ich helfen? Hallo, Houston, wir haben ein Problem. Was? Ja, Houston? Nein, hier ist Fridolin Rammelt vom Praktikum damals, vielleicht kennen Sie mich nicht ja noch. Nicht der schon wieder. Warum hast du den Husten? Nein, ich brauche ganz dringend Ihre Hilfe. Du brauchst auf jeden Fall professionelle Hilfe. Nein, von meiner Mama wurde die Freundin entführt und wir müssen sie jetzt unbedingt zusammen finden. Na, die ist schon über Verfallsdatum hinaus, wahrscheinlich schon tot. Nein, die wurde ganz bestimmt entführt. Schon gut, ich bin auf dem Weg. Auf in den Kampf! Was ist los hier? Jedes Mal haben wir die Scheiße. Bitte. Ach, Brigitte, du bist so athletisch und für mein Herz so magnetisch. Schaut, du Saftsack, wir haben den Fall. Oh, endlich weg von der Scheiße, hier kommt eh kein Auto. Komm, schwing die Hufe, Freund. Wohin denn? Die wissen doch nicht, wo die hinrennen, die Spackos. Oh, Mike, hol das mal. Ein Pikolegen. Ist doch ein geiles Bier. Na, oh, sicher. So sicher wie das arme Nuckel hier. Was war da? Was war da? Ja, ich bin total froh, dass die anderen jetzt weg sind. Jetzt muss ich nur noch hier mit Mike abhängen, aber na, das ist schon machbar. Aber ich bin froh, dass Jochen weg ist. Der geht mir richtig auf die Senkel. Du krummbockiger Hustenschmuggler! Wo sind die Bullen? Guck, was ich wieder anrichte, das Stück Scheiße hier! Mensch! Was soll das? Ja, Mutti, ich weiß. Ja. Aber ich bin mir sicher, die Bullen sind bald da. Krebi-Krebe. Na dann, piep-piep, guten Appetit, ne? Na, was da? Aber was meinst du? Oh, da musst du da Fridolins nehmen. Ich hatte gerade frisst ihr viel Zeit die Woche. Hallo? Die Dosen sind aber besser. Ja. Aber mit der Polizei, die waren früher auch nicht so. Man viel mehr dabei, ne? Komm gerade und oh, komm gerade und Bier, das ist sehr gut. Ist sehr gut. Der war billig in der Werbung, deswegen habe ich genommen. Kann hier schon. Hast du den mitgenommen? Ja, Zucker. Ja, naja, mein Gott. Früher hatten wir noch weniger Zucker. Ja, ich glaube, das ist aber zu wenig. Ach, für ich will mag, weil ich nicht. Meine Hüsten bleiben nicht, dann ist es gleich. Oh, ich bin ja noch nicht. Ich habe gedacht, wir können sonst nichts und es ist ja auch Sonntag und Erika ist halt da. Ah, Erika ist jetzt nicht da, ne? Egal, mehr für uns. Die Dicke ist sowieso immer viel zu viel. Aber wenn die wieder zwei finden, dann brauchen wir noch ein Stück für die, ne? Ja! Das ist noch drin. Aber das können wir noch. Oh, man kann ja alles nebenbei, ne? Oh, ja, also Fridolin, ne? Die Polizei ist ja von uns sehr gut. Ich habe schon sehr oft von den Einsätzen gehört, gelesen, alles so. Ich bin sehr stolz. Ich weiß noch, dass mein Sohn damals ein Praktikum gemacht hat. Ja, jeder hasst ihn. Und ich bin froh, dass die ihn rausgeworfen haben, weil der kann sowieso nicht, ne? Naja. Aber die Polizei, die wird das machen. Ich vertraue ihnen vollkommen. Nam, nam, lecker, lecker. Hallöchen miteinander! Boah, Alter, hier stinkt's ja schon wieder nach Erde. Ja, als die Männer da reinkamen, ich war total perplex. Da kommen so komische Hampelmänner da reingesprungen. Bei mir in Russland hätte es das nicht gegeben. Bei uns gibt's KGB, die schießen und stellen dann Fragen. Was sind das für Leute? Boah, das ist ja wirklich super cool, dass ihr wirklich gekommen seid. Also wirklich, da tue ich mich ganz doll freuen. Aber ihr habt nach meinem Praktikum gar nicht angerufen. Boah, nicht schon wieder dieser Scheißpraktikant. Jochen, ich schau mich hier erst um, ne? Sei ja gründlich. Jo. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Praktikanten vorzustellen. Ja, also ich bin der Praktikum und ich mache ja Fridolin. Ich freue mich, dass ich... Schnauze! So, jetzt putz mich schon mal, Mensch! Das brauchst du daran! Mann, und was macht der Junge hier? Ja, was soll ich sagen? Es ist mit diesen Praktikanten, ich war damals schon sehr froh, dass wir den irgendwie loswerden konnten. Mit gewissen Abschiebungsdokumenten. Das hat lange gedauert. Aber es war endlich soweit und jetzt haben wir den wieder an der Backe. Deswegen habe ich gesagt, ja, Jochen, der ist ja pädagogisch viel wertvoller, als kompetenter als ich, also eigentlich noch weniger. Aber ich bin dann erstmal weg, habe erstmal die Lage gecheckt und Jochen, der macht das erstmal problemlos. Der kann sich ja mit Schwerstfällen, wie auch Brigitte zum Beispiel, aus.
Na ja, erstmal rüber zu meinen Mädels hier. Oh, hallo! Oh, komm, schönen lecker. Guten Tag. Kuchen, lecker. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Hat schon angelegt, aber ja, hat auch schon jemand gegessen, aber okay. Ja, aber wir wollen das eben. Kaffee ist immer gut. Kommt noch Stadion gerade. Ja. Muss ein sein. Aber ihr waren schon aber ach, mehr oder weniger. Also, gut, ne? Warum bin ich denn hier? Also, was ist das Problem? Unsere Freundin Erika ist verschwunden. Also, heute, wo wir hier angekommen sind, wir wollten Kaffee machen, ne? Lag sie nicht auf dem Boot, aber der Stuhl lag daneben. Und normalerweise liegt sie auf dem Boot, aber sie war nicht aufzufinden, da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, ne? Das kenne ich von zu Hause. Ja, war alles total chaotisch, selbst die Werfelbäche sind komplett zerschmettert, also... Ja, also cool. Das ist natürlich ein Problem, aber meine wichtigere Frage, warum ist denn hier noch Eierlikör auf dem Tisch? Naja, wir wollten eigentlich auf Erika warten, aber jetzt gibt's ja nichts mehr zu warten, oder? Dann krieg ich den vollsten, bitte? Danke, ihr seid meine Freunde. Müssen noch ratzen, ne? Ja, muss ja auch ein bisschen Stoff für den Vertrag haben. Also, ein paar Fragen muss ich aber stellen. Also ich sehe so ein paar Flecken auf dem Boden. Waren die schon immer da oder sind die jetzt neu dazugekommen? Ja, nee, die liebe Erika war im Kontakt. Wir haben lange nicht sauber gemacht, noch dazu, und das ist... Aber dement war sie jetzt nicht? Nicht, dass sie im falschen Altersheim verhalten nicht, verlaufen? Nicht, dass wir es müssen. Nein. Okay. Sie ist ja natürlich schon alt, aber uns ist nicht bekannt. Nein. Okay, aber nächstes Thema, wo kommen Sie her? Also der Stalingrad. Akzent. Stalingrad? Ja, tatsächlich. Ja. Da war ich damals auch, also war sehr schöne Frauen da. Also, muss ja, heute eher weniger, aber damals. Ja, aber wenn ich sie angucke, dann... Ja, ich war auch damals vor 40 Jahren, das ist auch schon... Naja, aber auf jeden Fall hatte ich da auch sehr schöne Zeiten erlebt und ich habe da auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wegen Ihres Falls, ich bin mir sicher, dass wir den aufklären können. Also wir haben schon so viele Vermisstenfälle gelöst, das ist gar kein Problem. Also, das will ich hoffen. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, es ist einfach so eine Routine von uns. Und Fridolin kennt das ja schon, ne? Du warst ja bei uns. Ein kleines Praktikum erwähnen, weil super bei euch. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwas davon mitgenommen hast. Kannst du dich eigentlich noch an uns erinnern? Also so vom Geistigen her? Ja, dich mochte ich am allerliebsten. Du warst sogar mein Lieblingskommissar. Du hast mir ganz doll geholfen. Hm? Das wird mein großer Polizist, der sehr angekommen. Komm, lass uns lieber was futtern, sonst wäre ich ja noch beknackt. Ja, also ich habe ja bei vielen so meine Vorurteile und auch bei den Omas, da war ich erstmal so, oh nee, nicht schon wieder Omas, ich brauche junge Hüpfer. Aber ganz ehrlich, ich war positiv überrascht, also als wir dann so ein bisschen am Schnacken waren und dann ein bisschen Eierlikör ins Spiel kam, ja, das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man kann sich richtig gut unterhalten einfach. Also, boah, geil. Kann ich vielleicht doch noch Brigittes Mutter schwängern. Boah, also der Kommissar, der von reinkam, der ist ja so schnieke mit seinem Bierbauch, hm? Der ist fast so lecker wie der Kuchen, würde ich sagen. Also im Anbeißen meine ich natürlich. Aber jetzt mal no, we talk so. Ich hatte schon so lange keinen Mann mehr. Seit dem Krieg, da hatte ich meinen letzten Mann. Aber so kann ich mir das vorstellen. Hm. Bevor es schlecht wird, Nastarovje. Nastarovje. Prost. Alter, Jochen, schau mal, was ich gefunden habe. Das ist der Wahnsinn. Hallo Welt, hier spricht der Entführer. Ich habe in der Ranzbude leider nichts Gutes gefunden. Deswegen müsst ihr mir bitte 2,50 Euro und einen Döner nach Königendorf hinten rechts bringen. Im Austausch dafür bekommt ihr die Mumie zurück. Aber keine Polizei, sonst aua. Düsseldorf, der ENT-Führer. Das ist ja jetzt unangenehm, dass die Polizei das findet, aber wir sind so krasse Kommissare, wir stehen sogar hier über der Polizei. Oh, ja, aber was machen wir jetzt? Ja, lass hinfahren, aber hier, die Oma ist die Nehmer. Komm, ja, wieder rauf. Ja, los, komm, Brillen! Brillen, meine Kopf! Aber schon, komm jetzt! Ja. Oh. Ich komme! Gut! Mach ihn langsam, junge Mann! Na, Lana, komm! Mach ihn langsam! Oh, mein Lana! Ja! Harald. Wenn wir versprechen, dass wir einen Fall lösen, dann lösen wir den aus und auch. Und deswegen habe ich einen extrem heftigen Plan ausgearbeitet. Bin dabei, den auszuarbeiten. Also der ist auf jeden Fall in Planung und das wird auf jeden Fall richtig smart. Also ich meine, meine Denkfähigkeiten sind unbegrenzt. Deswegen, da werden wir ganz, ganz schnell einfach fündig werden, bin ich mir sicher. Keine Angst. Jo, Jochen, alles klar? Klar wie Kloßbrühe. Eher wie Wodkabrühe. Wodka wäre jetzt gut, mein Freund. Aber naja, das geht ja auch nicht, wa?
Du, sag mal, Jochen, haben wir einen Plan? Ja, passt schon, wir sind ja ausgebildet, ne? Alles klar. Also, verrammelt, keine Sorge, keine Panik, das wird's. Oh, Hauptsache, meinem Fridolin passiert nichts, sonst krieg ich nichts von der Versicherung. Ach, schwierig. Ja, also ich finde es ja schon ein bisschen doof, dass ich da jetzt wirklich alleine hin muss zu der Übergabe, sag ich mal, ne? Ich hoffe ja wirklich, dass hier genug Geld drin ist, ne? Weil sonst sieht es ein bisschen schlecht für mich aus, ne? Aber ich sag mal so, vielleicht komme ich ja so irgendwie ins Kommissariat Freiwilliger Blasensee, wo ich schon mal Praktikum gemacht habe. Und wenn die sehen, wie mutig ich da hinlaufe, kann ich da vielleicht mitmachen. Hm? Ah! Hast du Smarty? Nein, natürlich. Lass drüber wachsen, aber Dali. Scheiß Ausländer. Mach Oh, ich bin ja so froh, dass ich jetzt wieder frei bin. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich hätte fast einen Eisprung bekommen, aber naja, dafür bin ich auch langsam zu alt. Ja, muss ja so schnell nach Hause, ne? Der Kaffee wird kalt. Der gute Kaffee ist schon nach der Vesperzeit. So eine Scheiße hier. Warum muss sowas auch immer am guten Sonntag passieren? Sag mal, was ist das? Das ist nur heiße Luft und Spritzgebäck. Wollt ihr mich verarschen oder was? Fuck. Naja, Inflation und so. Sind ja alle korrupt. Jetzt reißt du Scheißbengel! Ich spreng euch beide unter die Erde! Ah, Kurwa, da gibt er mir Geld. Aber ist kein Geld drin, ist nur Spritzgebäck. Wie in seiner, ach egal, ne? Junge, der verarscht mich schlimmer als die Weiber. Er hat mir richtig angekotzt. Den hätte ich am liebsten hier Börner weggeschossen. Kurwa. Halt deine Scheißfresse! Geht mir auf den Sack! Schnauze! Was ist jetzt passiert? Sieht gar nicht gut aus. Oh Scheiße, ich muss deeskalieren! Mein Fridolin, der Eierkopf! Oh, und Jochen, nicht schon die Nummer. Tun Sie doch was! Und wieder hat gut über böse gesiegt. Yeah. Ach, scheiß drauf. Komm, Fiesta. Stift bei der ernsten Aufregung hier. Ich gehe mal kurz ein Porträt von Fridolin in den Busch setzen. Das kannst du dir nachher abholen, okay? Okay. Also bis dann. Bis dann. Komm. Ja, also das war ja heute mal wieder ein extrem emotionales Auf und Ab. Also ich war erst so, scheiße, da ist jemand tot. Dann habe ich gesehen, es war unser Täter. Und dann war ich, ja geil, es ist jemand tot, wir haben feiernde Party. Ach, so einen Abschluss wünscht man sich. Und ach, da kann ich einfach richtig, richtig beruhigt in Feierabend gehen und ein schönes Bierchen zischen. Ich freue mich. Oh, Freudmund, kommst du jetzt endlich? Das Bier wird warm. Jochen, keine Panik, auf die Panik. Bin ja schon da. Komm, wir haben geschlafen. Ja, freilich, natürlich.
Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Flachzeit den Fall gelöst bekommt. Ja, und dabei waren wir so besoffen. Alkohol ist das beste Lösungsmittel. Naja, nicht lang schnacken, Korbin kacken, nacken, ne? Prost, Alter! Ne? Hin damit! Endlich Feierabend! Endlich Feierabend! Endlich Feierabend! Oh, ja. Endlich Feierabend! Kannst du noch? Wollen wir noch eins? Ja, die Fresse. Ja, wo ist dein Gesicht? Ja, oh, du fette Brille. Letzter Klopfer. Fett die Brille. Auf die Gläser. Oh, die Gelenke. Frank. Oh, ja. Oh, wer ist auf die Gelenke? Na? Ich muss zum Sonntagsdienst. Sonntagsdienst brauchen. Ach, scheiße, Digga. Ich brauch noch Hilfe, die Link.